Aber du hast es auch gespürt, ne? Das Wackeln? Gab es ein Erdbeben? Ja. Ja. So was von. Im Bett, Paulina und Marvin. Ey, Paulina, Erdbeben? Erdbeben? Was für ein Erdbeben? Vanessa gerade so zu mir. Hast du das Erdbeben nicht mitbekommen? Ach so, ja, ich hab das ja schon. Marvin und ich schlafen ja immer nebeneinander. Und ja, jetzt auch miteinander. War echt schön, wirklich. Paulina ist einfach so richtig schön weich und glatt und find's irgendwo ganz geil, wenn man so ein bisschen öffentlicher Sex hat. Ich hatte auch. Was hattest du auch? Ihr habt einfach. Was? Ihr Geisteskranken, ey. Bitte sagen wir nicht, dass neben mir beide Sex hatten. Erzähl mir doch keine Scheiße. Ja, heute Nacht oder heute Morgen ist ja unter der Decke ein bisschen was abgegangen bei mir und Jermaine. War ganz schön. Ja, was? Nee, war gut. Ich glaub das gerade nicht. Was? Nee! Was? Können wir mal bitte ganz kurz festhalten, dass neben mir rechts und links gevögelt wurde und in der Mitte gelegen bin und nichts mitbekommen habe? Ja! Sachen gibt's. Sie hat Hayabubu gemacht und neben ihr ging's heiß her und sie hat einfach nichts mitbekommen. Lieber Gott, ich will ein anderes Zimmer. Ich gehe nach oben, das reicht, das ist mir hier zu viel. Volles Kopfkino. Ich schlafe hier neben zwei großen Penissen und keiner ist in mir. Was ist das denn? Und? So groß, ne? Boah, richtig gut.